Wir schauen rein bei Wissenswert, Leute, die haben ein Video hochgeladen. Und das könnte ganz nice sein. So leben die reichsten Promis privat. Bin ich natürlich gespannt. Wir sehen da schon Udo Lindenberg und Michael Jackson. Also schauen wir mal, wie die so privat leben oder nicht mehr leben. Here we go. Während Stars und Promis aus den USA... Ui, es kommt auf ein fesches Auto. Ah, ihren Reichtum gerne zur Schau... Elon Musk, der Ehrenmann, der hat sich irgendeinen krassen Ferrari gekauft. Oder ich glaube, es war ein Ferrari. Und hat sich komplett mit dem einbaut. Der hat den Fetzen hin nicht zerstört. Komplett am Arsch. Und hat irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht wie viel, 1 Million Euro oder so gekostet oder Dollar. ...stellen und immer wieder Kamerateams in ihre Häuser lassen, geben sich ihre deutschen Kollegen meistens... Ja, der ist eher, der zieht sich zurück. ...lieber bescheiden und äußerst zugeknöpft. Sie prahlen eher selten mit ihrem Vermögen und... Wo ist das Gold? ...bleiben meistens bodenständig und bescheiden. Aber was genau steckt eigentlich wirklich hinter... Aber die Freunde vom Dieter Bohlen... Oh! ...dieser Masche. Leben sie wirklich ein Leben wie jeder... Ist die Angela Merkel so reich? ...Normalbürger auch? Oder ist das alles nur eine Fassade und sie leben in Wirklichkeit in Saus und Braus? Wir gehen diesen Fragen auf den Grund und zeigen euch heute die reichsten deutschen Promis privat. Es wird also wie immer höchst interessant, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr dermaßen reich und berühmt wärt. Wir sind gespannt. Ich habe so meine Goals. Und ich glaube, wenn ich die erreicht habe, will ich nicht noch mehr. Also so materielle Güter sind mir jetzt bis zu einem Level, ab dann finde ich alles zu übertrieben. So 2, 3 nice Immobilien, ein Porsche und ein normales Auto und ich bin zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Spannend. Beginnen wir mit dem deutschen Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel. Viermaliger Meister. Der 30-Jährige ist zweifellos eines der größten Talente, die es in der Formel 1 bisher gab und besitzt ein geschätztes Vermögen von etwa 250 Millionen Euro. Was? Das ist ein Joke. Sebastian Vettel hat ein Vermögen von 250 Millionen? Wofür? Für Rennauto fahren? Das kann ich mir beim Was? Macht er sonst noch was? Und wenn ja, was? Na, ist ein Joke. Die er durch seine sportlichen Leistungen sowie die lukrativen Werbeverträge erwirtschaftet. What the fuck? Wie viel verdient man für Rennautofahren? Was? ...schaffet hat. Er hat ein geschätztes Jahreseinkommen von 40 Millionen Euro. Was? Oh mein Gott, der verdient über 4 Mille im Monat. Der fährt mit einem Auto. Doch statt das Geld für übertriebene Luxusgüter auf den Kopf zu hauen, lebt Vettel mit seiner Frau Hanna, mit der er übrigens schon seit 14 Jahren zusammen ist und schon 3 Kinder hat, eher bodenständig und extrem zurückgezogen. Bereits 2009 kaufte er nämlich eine alte Mühle in dem beschaulichen Ellinghausen in der Schweiz und ließ sie nach seinen Wünschen umbauen. Um noch mehr Ruhe zu haben, krass, ja, so ähnlich würde ich es machen, genau. Kaufte er im letzten Jahr sogar noch das Nachbarhaus und einen angrenzenden Wald. Auch in Eschens im Kanton Thurgau hat er 2014 für 5 Millionen Euro ein 5000 Quadratmeter großes Seegrundstück gekauft. Einfach mit seinem Monatsgehalt. So, ein Monatsgehalt kauft er sich an See. Und das dort bereits vorhandene Ferienhaus renovieren lassen. Neben seinen Immobilien besitzt der viermalige Weltmeister auch noch einige PS-starke Fahrzeuge. Vor allem Oldtimer haben es dem 33-Jährigen angetan. 33 und hat 250... Wahnsinn, das ist gestört. In seiner Garage stehen unter anderem ein aufgemöbelter Fiat 500 und ein Ferrari F40, geil, den er schon 2007 von dem mittlerweile verstorbenen Star-Tenor Luciano Pavarotti erworben Lucio, Miro, hat. Mein Ferrari, geschenkt. Vermutlich wird bald noch der ein oder andere Aston. Justin Bieber hat 300 und ist 28 Jahre. Ja eben, und das ist Justin Bieber. Und der hat nur 50 Millionen mehr als einer, der mit dem Rennauto im Kreis fährt. Das ist schon gestört. Und so gut ist der Vettel jetzt ja auch nicht, oder? Hamilton ist gut. Sogar bei dem, wenn der 250 Millionen hat, würde ich sagen, was? Aber das ist ja echt übertrieben, Leute.
Martin hinzukommen, denn ab 2021 fährt Vettel für das englische Racing Team. Den meisten Fahrspaß hat er aber überraschenderweise auf zwei Rädern. Schon mit 16 Jahren kaufte sich Vettel sein erstes Motorrad und besitzt mittlerweile 6 Motorräder. Ach, war was Schmarrn! Wo riskieren die ihr Leben? Geh, die sind alle in so einem Ding, das sind die sichersten Autos der Welt. Nur früher sind da welche verletzt worden. Heute kann ja nichts mehr passieren. Von denen einige sogar Oldtimer-Status haben. Natürlich fährt er diese auch in seiner Freizeit aus und mag es auch in anderen Bereichen eher oldschool-mäßig. So gab er in Interviews zum Besten, dass er privat am liebsten die Beatles höre. Ein Promi, der es ebenfalls bodenständiger mag, ist Günther Jauch. Der beliebte Moderator, der ein Vermögen von 60 Millionen Euro haben soll, lebt mit... Das ist auch krass für Günther Jauch-Verhältnisse, wenn du bedenkst, Stefan Raab gehören 51% von ProSieben, obwohl der dort das Moderator begonnen hat, wohlgemerkt. Und der hat knapp 300 Millionen oder so. Also für einen Moderator, nur Moderator wie Günther Jauch, ist 60 Millionen schon sehr stark. Mit seiner Familie in Potsdam direkt am Heiligen See. Seine Stadtvilla mit Aussichtskuppel bietet einen herrlichen Blick über den See und über den Marmorpalais im neuen Garten. Außerdem gibt es einen Bootsanlegesteg direkt am Grundstück und in prominenter Nachbarschaft wohnt Wolfgang Job. Jauch, der in Münster geboren wurde, aber in Berlin aufgewachsen ist, lebt schon seit 1988 mit seiner Frau Thea in Potsdam und hat bereits 4 erwachsene Töchter. 2 davon adoptierte er mit seiner Frau aus Sibirien. Oh, das ist ja nett. Sibirien. Das dreistöckige Anwesen ist... Naja, aus 2 aus dem Dorf, das wir letztens gesehen haben bei Wissenswert. Ist aber nicht die einzige Immobilie des 64-Jährigen. Jauch, der sein Bargeld am liebsten in einem abgegriffenen Brustbeutel aufbewahrt, kaufte 2019 die berühmte Villa Kellermann in Potsdam, wo er gemeinsam mit Sternekoch Tim Raue ein Restaurant führt. Auch auf der Urlaubsinsel Sylt hat Jauch... Ja, da, die sind teuer, diese Häuser. ...ein Sommerhaus und in der Pfalz sogar ein ganzes Weingut. Wahnsinn, das, was die alle haben. Das Weingut von Otegraven ist... Was habe ich alles? Ein Auto... Eine Mietwohnung, na okay, das ist kein Haben, ein Auto, die Uhr ist weg, meine Klamotten, meine Schuhe, das war's. Ich habe nicht mal irgendwo noch großartig, die Bitcoin, die ich noch habe, die habe ich noch, aber sonst nichts. Fakes, 20.000 Leute hinter mir, das ist viel mehr wert, Leute. Aber so an materiellen Gütern habe ich gar nicht viel. Seit 1805 in Familienbesitz und der Moderator übernahm es im Jahr 2010. Jetzt ist er nicht nur Herr über 15 Hektar Weinland, sondern auch über eine stattliche Parkanlage inklusive Herrenhaus. Jauch ist aber nicht nur ein echter Weinkenner, sondern auch Autoliebhaber. Eines seiner größten Hobbys sind Oldtimer und davon besitzt der 64-Jährige. Oder ist das Die Hard zu? Gleich mehrere. Das ist Opel, oder? Unter anderem gehörte ihm bis vor einigen Monaten auch ein dunkelblauer 1961er Mercedes mit Faltdach, doch den hat Jauch für den guten Zweck versteigert. Ah, nett von ihm. Wie viel hat er bekommen? Generell gilt Jauch als echter Wohltäter und soll schon mehrere Millionen Euro gespendet haben. Der Moderator ist trotz seines Erfolges auf dem Boden geblieben und sagte mal in einem Interview, dass er sich sehr arm vorkommen würde, wenn er sich über sein Geld definieren würde. Auch nicht über sein Geld definieren muss sich Udo Lindenberg. Er ist einer der... Was schätzt ihr eigentlich, was ich so verdiene? Ich werde es nicht sagen, aber mich würde es mal interessieren. Weil, egal warum. Das würde mich immer interessieren. Der erfolgreichsten Musiker Deutschlands und hat... 10.000, okay. Musikgeschichte geschrieben. Ganze 35 Millionen... Mit Marke natürlich. Mit Marke, alles drum und dran. Also meine DJ-Agentur, die ja stillgelegt ist, meine YouTube-Kanäle, Werbekooperationen, die Modemarke und nein, lass mal Krypto außen vor. Nur diese 4 Sachen. 20.000, 30.000, 6.000. Zwischen 10 und 15. Okay. Also alle ungefähr so in dem Dreh 15 bis 30 oder 10 bis 30, sagt sie so. Okay, 800.000 im Monat, das wäre arg. Das wäre arg. Millionen Euro soll das geschätzte Vermögen des Rockmusikers schwer sein. Okay. Ich habe mir gedacht, ihr schätzt weniger, ehrlich gesagt. Hätte ich schon gedacht. Weil die mich gut kennen, haben auch
anfangs viel weniger geschätzt. Sein und der 74-Jährige, der in Gronau in Westfalen geboren wurde, verdient nicht nur als Musiker sein Geld. Auch seine mit Eierlikörfarben gemalten Kunstwerke sind gefragter denn je und hängen in den größten Kunsthallen der Republik. Okay, nice. Große Ausgaben für eine Yacht oder ein opulentes Anwesen tätigt der Wahlhamburger zwar nicht, doch sein Lebensstil ist alles andere als günstig. Immerhin wohnt Udo Lindenberg schon seit über 25 Jahren im 5-Sterne-Hotel Atlantik. Nein, er wohnt einfach in einem Hotel. Krass. Einer der nobelsten Adressen in ganz Hamburg. Von den 245... Aber das würde ich nicht wollen. 25 Jahre im gleichen Hotel. Oh mein Gott, ich hätte lieber ein Zuhause. ...in 40 Zimmern des Hotels hat der 1,69 Meter große Musiker zwei Suiten dauerhaft angemietet. Zusätzlich besitzt Lindenberg ein eigenes Atelier im Dachgeschoss des Hotels. Krass. Hinzu kommt ein 120 Quadratmeter großes Luxus-Penthouse am Potsdamer Platz in Berlin, das Lindenberg bereits 2012 erworben und selbst schon als Party-Penthouse bezeichnet hat. Neben seiner Vorliebe für exzellente kubanische Zigarren besitzt der Sänger, der seit 2 Jahrzehnten mit der 43-jährigen Fotografin Tina Acke liiert ist, auch hochpreisige Fahrzeuge. Seine aktuellen Porsche Panamera Karossen sind ein extrem seltener Porsche 911 R, der einen Schätzwert von 600.000 Euro Das ist doch ein Panamera hat und ein Porsche Panamera SE Hybrid. Und nun, okay, das war gerade der Porsche Panamera SE Hybrid, den sie da gezeigt haben. Ach, wissenswert. Und zur Nummer 3, Dieter Bohlen. Kaum ein deutscher Promi polarisiert so sehr wie der Pop-Titan. Aber egal. Was wird der haben? Vermögen. 70 Millionen. Was die Leute von ihm halten, Dieter Bohlen hat es geschafft. Er hat sich von einem Bauerssohn aus Friesland zu einem millionenschweren Musikproduzenten hochgearbeitet. Eine große deutsche Zeitung schätzte sein Vermögen vor kurzem auf... Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass er mehr hat als Stefan Raab. Oder nicht mal annähernd so viel wie Stefan Raab. Auf 250 Millionen Euro, was Bohlen allerdings vehement bestritt. Trotzdem dürfte es eine ähnlich stattliche Summe sein, denn Dieter Bohlen soll durch seine TV-Gagen, Werbeeinnahmen und Tantiemen satte 10 Millionen Euro im Jahr verdienen. Okay, krass. Auch der Besitz des... Sie ist so hübsch. Sie ist so hübsch. Auch die von Oliver... Also die Freundin von Oliver Pocher, die ist auch... Pff. 64-Jährigen ist nicht gerade klein, denn Bohlen lebt mit seiner Frau Carina und den beiden gemeinsamen Kindern in einer luxuriösen Villa im noblen Wohnort Tötensinn. Nach einem Raubüberfall... ...fall vor einigen Jahren, bei dem Bohlen und seine damalige Frau Estefania mit Schusswaffen bedroht wurden, soll der Produzent das Haus mit zahlreichen... Mit zahlreichen, extremen Hightech-Kameras ausgestattet haben. Ja. Außerdem sollen Panzerglas und ein Sicherheitsdienst das Gebäude und die Familie rund um die Uhr schützen. Ob auch sein Feriendomizil auf Mallorca so ausgestattet ist, wissen wir nicht. Klar ist nur, dass Bohlen hier ebenfalls eine luxuriöse Immobilie besitzt und am liebsten den Ferienort Cala Ratjada besucht. Cala Ratjada. Dort liegt auch ein 150 PS starkes Motorboot, das er von seiner Freundin Carina geschenkt bekommen. Was? Wie kann sich seine Freundin das leisten? Kreditkarte ausgepackt. Hat. Zwischen seinen Wohnorten pendelt Bohlen in der Regel mit einem gemieteten Privatjet hin und her. Wie viele seiner reichen Promi-Kollegen hat auch er eine Vorliebe für Autos. Aber auch ein anderes Fortbewegungsmittel begeistert ihn. Ah, lass mich raten. Ein Besen. Nämlich das Pferd. Ah. Er besitzt eigene Pferde und ist ein einigermaßen erfahrener Reiter. Außerdem teilt der Pop-Titan sein Leben privat gerne auf Instagram, wo er inzwischen über 1 Million Follower hat, den er regelmäßig Dieters Tagesschau mit hochwertigen Content präsentiert. Kommen wir nun zur Nummer 2 und einer Frau, die zu den bestbezahlten Heidi Klum, ja, die hat Kohle ohne Ende. Puff. Models und Moderatoren. Weil die ist nicht in Deutschland, nicht nur in Deutschland erfolgreich, die ist weltweit, in Amerika vor allem. Die ist bei Shows dabei, da scheißt der auch. Autorinnen der Welt gehört. Das ist ein Weltstar. Das ist so, die kann man echt schon so mit Justin Bieber auf einer Ebene stellen, wenn nicht sogar höher, weil die halt seit Jahrzehnten sich da oben gehalten hat. Hört. Und die ist nur Model. Das ist jetzt keine Künstlerin, wie du sagst, eine Weltschauspielerin oder ein Weltsänger, sondern sie ist nur Model gewesen. Und das ist schon sehr, sehr krass, Leute. Die Rede ist natürlich, das darf man nicht vergessen, von Heidi Klum. Die 47-Jährige war 13 Jahre lang ein erfolgreiches Victoria's Secret Model und laut Forbes im Jahr 2008 sogar das bestbezahlte Model der Welt.
Nein, die ist schon höher noch als Justin Bieber. Justin Bieber ist Fame seit wie lang? 10 Jahren? Sowas? Die ist Fame seit 30 Jahren. Sowas, gefühlt. Mittlerweile ist sie Geschäftsfrau, Moderatorin und Schauspielerin. Ich kann mir auch vorstellen, dass die weit mehr Geld hat als Justin Bieber. Und hat ein geschätztes Vermögen von über 160 Millionen US-Dollar. Krass. Und jetzt bedenkst, der Vettel hat mehr als die. Das ist so übertrieben. Das ist, geht bei mir nicht ein, warum der Vettel so viel Geld kriegt. Dollar. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Tokyo-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, und ihren 4 Kindern in einer luxuriösen 1100 Quadratmeter großen Villa in den Hügeln von Bel Air. Das Anwesen hat sie sich bereits 2014 nach der Trennung von Sänger Seal zugelegt und soll 10 Millionen Dollar gekostet haben. Hier feiert sie auch immer wieder extravagante Gartenpartys mit ihren Freunden, wie zuletzt den 31. Geburtstag ihres Mannes, den sie 2019 auf einer Yacht vor Sizilien geheiratet hat. Heidi Klum ist als Model aber nicht nur an Mode interessiert, sie hat vor einigen Jahren auch die Kunst für sich entdeckt und malt mittlerweile auch selbst. Kein Wunder also, dass Heidi, die seit 2008 auch eine US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, vor einigen Jahren auch ein neues Penthouse in Manhattan gekauft hat. Krass, das ist ein Penthouse, Biest. Das 5,1 Millionen Wahnsinn, schaut sich das mal an, schaut aus wie so ein Tanzstudio. Dollar teure Loft wurde in den letzten 30 Jahren als Künstleratelier genutzt. Krass. Und wird aktuell renoviert. Und jetzt zur Nummer 1 und ein Stefan Raab. Ein Mann mit einer unverwechselbaren Stimme. Warum nicht Stefan Raab? Nee, wieso brauchen wir den mit dieser komisch nervigen Stimme jetzt da drin? Der hat ja nicht viel. Was wird denn der haben? 40, 50 Millionen? Till Schweiger ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Ja, okay, er ist aber auch Filmproduzent. 70, 80 Millionen. Regisseure und Filmproduzenten. Filme wie Kein Ohrhasen oder Männerherzen brachten ihm eine Menge Geld ein und mittlerweile verkauft er sogar Möbel, Lifestyle-Produkte und Pizza. Pizza. Im Mai 2017 eröffnete Till Schweiger gemeinsam mit Geschäftspartnern, ja, pünktlich zu Corona, sogar ein Hotel am Timmendorfer Strand. Schätzungen zufolge soll der vierfache Familienvater 35 Millionen Euro auf dem Konto haben und einen Teil. Wie viel? 134? Soll der vierfache Familienvater 35 Millionen. Ja, 35, das eher. Ja. So nämlich, Leute. Millionen Euro auf dem Konto haben. Der Vettel, das geht man nicht an. Und einen Teil davon hat der Schauspieler in Immobilien auf der ganzen Welt investiert. Intelligent. So kaufte er sich 2013 zum Beispiel eine luxuriöse Finca. Kein Plan, warum der Platz 1 ist. Das frage ich mich auch, Chat. Finca auf Mallorca. Die Villa auf der Baleareninsel gelang vor allem 2018 in die Schlagzeilen, als Schweiger in eine Auseinandersetzung mit seinem Nachbarn, dem Radprofi Jan Ullrich, verwickelt war. Damals musste sogar die Polizei anrücken und den ehemaligen Tour de France-Sieger festnehmen. Ha. Till Schweiger besitzt zudem eine Villa in Hamburg, welche 600 Quadratmeter groß sein soll, und hat auch in Malibu ein großes Anwesen. Nice, besteppert. Die Villa in Malibu erwarb Till. Aber das sind halt alles so Objekte, die schauen nicht so aus, als würden die sonderlich viel Rendite haben. Ist das rein für ihn, dass er sagt, ja, da chill ich ab und zu mal, hab ewig viel Fixkosten monatlich und hoffe, dass die im Wert steigern? Till Schweiger bereits 1997 und lebte dort 7 Jahre mit Ex-Ehefrau Dana und den Kindern. Aktuell ist er jedoch mit der 31 Jahre jüngeren. Was glaubt ihr, wie viel Mille hat Justin schon? Schätzung von euch. Wie viele Millionen hat der schon? Ich sag 2. 2, glaube ich. Das wäre meine 5 bis 6. Na, das glaube ich nicht. 0 glaube ich auch nicht, weil er hat ja jetzt eine Wohnung gekauft für 1 Million. Ja, so zwischen 1,5 und 2, das glaube ich auch. So um den Dreh. 1,5 bis maximal 2,5. Glaube ich jetzt, ist so meine Schätzung. Grundschullehrerin Sandra liiert. Schweiger, der besonders mit seinen Instagram- und Facebook-Posts immer wieder Kontroversen auslöst, engagiert sich aber auch sozial für verschiedene. 2 hat er bei Black Friday verdient. Na, Leute, das ist Umsatz. Vom Umsatz muss die Steuer abrechnen, die Versandkosten abrechnen, die Produktionskosten abrechnen, die Mitarbeiter abrechnen, die Fees abrechnen, die sich die einzelnen Zahlungsmodalitäten nehmen. Du musst Zusatzkosten für Accessoires, die Seitenbetreibung und Marketingbudget abrechnen, dann nochmal das abrechnen, was du gratis verschenkt hast, und das Justin verschenkt ja extrem viel, und dann noch kleinere Kosten, die entstehen, und dann bleibt mal der Gewinn über, und den Gewinn muss er aber dann nochmal aufteilen zwischen LFDY
und das, was ihm dann überbleibt und das, was er dann hat, muss er ja dann selber auch nochmal versteuern. Ja, also zwischen Umsatz und Verdienst gibt es einen großen Unterschied, Leute. Projekte. Er macht sich gegen Kinderarmut in Deutschland stark und hat 2015 sogar eine eigene Stiftung gegründet. Geschätztes Vermögen bei Justin liegt bei 1,5 Millionen. Hast du das gegoogelt? Ha, da war ja da war ich genau drauf. Auch die Themen. Nice, Google sagt 1,5. Ja, Leute, fuck. Ja, dann kennen sie mir aus erst. Flüchtlinge und Umweltschutz liegen ihm am Herzen, was er in der Vergangenheit auch gerne in Talkshows zum Ausdruck brachte. Und das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne Video. Mal in die Kommentare, von welchem Promi ihr besonders überrascht seid und wie euer Lifestyle aussehen würde, wenn ihr prominent wärt. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal hier. Steht bei Google auch drin, was mein geschätztes Vermögen ist. Das würde ich safe amüsant finden.